Sie wussten sehr wahrscheinlich nicht, dass hinter dieser idyllischen Anlage ein Stück Schweizer Geschichte lauert. Eine Geschichte, die seit 80 Jahren im Stillen ruht. Wir sind Alina und Zena und besuchen gemeinsam die Kantonsschule Baden im Kanton Aargau. Das Murimoos, unweit von unserem Zuhause, ermöglichte uns, eine Maturaarbeit zu schreiben über ein Stück unerforschte Schweizer Geschichte. Und so entstand unsere Arbeit von der Arbeitskolonie zum internierten Straflager. Das Lager Murimoos in den 1930er und 40er Jahren. Wir wollten nämlich herausfinden, welche Kontinuitäten bzw. Vorfälle und Schwierigkeiten in der Arbeitskolonie Murimoos in den 1930er und 40er Jahren auftraten und welche Auswirkungen sie auf das Lager hatten. Nach vielen Stunden intensiver Archivarbeit, darunter Besuche im Staatsarchiv Aargau, im Archiv des Freiämter in Wohlen und im Bundesarchiv, wurden uns die Facetten der Geschichte des Murimooses zunehmend klar. Konflikte, schwierige Arbeitsbedingungen und die Herausforderungen der Unterbringung verschiedener Nationalitäten prägten den Alltag und führten nicht selten zu Spannungen und Fluchtversuchen. Doch trotz dunkler Episoden bleibt festzuhalten, dass die Gründung der Arbeitskolonie durch Pfarrer Holliger zum Ziel legte, Hilfsbedürftigen zu helfen und ihnen eine Unterkunft und Arbeit anzubieten.